Hallihallo zu meiner Short Message. Willkommen auf meinem Kanal. Wir schauen mal, welche Karten was sagen wollen. The Flow of Inspiration. Wow, ist das aber eine schöne Karte. Ich muss mal was drunter legen, damit du die besser siehst. Und ich glaube, die Nackischen sind so kurz, dass so undeutlich, dass da nichts auf dem Kanal gelöscht wird oder nicht gezeigt wird oder. Es geht um den, ja, bist du im Flow oder sollst du in den Flow? Oder behindert dich etwas, in den Flow zu gehen? Wir fragen einfach die Karten. Welches Thema hängt hier gerade? Fürs Kollektiv bitte Grenzen setzen. Okay. Vielleicht bist du schon gut darin, Grenzen zu setzen. Vielleicht hast du gerade wieder ein Thema, wo es darum geht, Grenzen zu setzen. Und wenn du das nicht tust, zum Beispiel, ja, einfach nur als Beispiel, wenn du mehr Zeit für andere, wenn du dir mehr Zeit für andere nimmst, wo du schon lange sagen möchtest, hey, ich brauche Zeit für mich und das nicht tust. Wie habe ich denn meinen Satz jetzt angefangen? Wow. Also wenn du dir nicht die Zeit nimmst für dich und sie weiterhin anderen gibst oder Tätigkeiten gibst, dann und da nicht Nein sagen kannst, dann kommst du nicht in deinen Flow. Wie soll das denn auch passieren? Du bist im Flow, wenn du auch für dich sorgst und deine Seele will wieder in den Flow kommen. Und was brauchst du jetzt? Jetzt fällt wieder alles auf den Boden. Oh, ich habe einen Rock an. Okay, das kann natürlich auch sein, dass du gar nicht die Grenzen setzen möchtest, weil es dich davon ablenkt, in den Flow zu kommen. Oh, was könnte denn da passieren? Vielleicht bist du schon so sehr gewohnt, dass es ist, wie es ist. Und schau mal, dieses Eichhörnchen versucht, meinen Traumfänger zu klauen. Werde neugierig auf deine Neugier. Ja, mal wieder ein bisschen Abenteuerlust. Und mal ein bisschen wieder raus aus dem Trott. Welcher Trott auch immer das ist. Hab dich mal ein bisschen lieb. Und spiel mit deinem inneren Kind. Das ist ein Flow. So. Also. Einfach mal, das ist die Lösung. Das, was ich erzählt habe, ist gerade die Lösung. Und die wird jetzt beschienen von der Sonne. Ja? Also, bitte. Deine Seele möchte mal wieder richtig fühlen, was es bedeutet, im Flow zu sein. Daher sag, konzentriere dich mal jetzt wirklich ganz auf dich. Konzentriere dich auf dich und dein Vorhaben, das jetzt anders zu machen im Leben. Ja? Und stürz dich mal in kleine Abenteuer oder in große Abenteuer und mach einfach mal was dein Herz tun möchte. Mehr kommt nicht. Ist ja auch eine Short Message. Okay? Bis zur nächsten. Ciao, ciao. Peace and love.